Er nimmt deutsche Eigenarten in kurzen Videos auf die Schippe und wird dafür gerade weltweit gefeiert. Es geht um Phänomene wie die Übergangsjacke als das deutscheste Kleidungsstück oder banale Dinge, dass man ein Bier als sogenanntes Wegbier auf offener Straße trinken darf. Und sogar ohne Ziel oder besonderen Grund spazieren gehen. Das alles sollen rein deutsche Phänomene sein. Wie sehr wir Deutsche uns allein von Engländern unterscheiden, zeigt der Brite Liam Carpenter. Dinge wie erkältet sein in Deutschland bedeutet das, stell dich nicht so an. Medizin versüßt, Medizin versüßt. Wenn ein Löffelchen voll Zucker mit einem Medizin versüßt, rutscht sie gleich noch mal so gut. Unter dem Namen In Germany We Don't Say hat der 27-Jährige bis heute einige seltsame Eigenarten der Deutschen verarbeitet. Alleine auf TikTok folgen ihm mittlerweile 2 Millionen Leute aus aller Welt. Wir treffen Liam Carpenter in Crailsheim, wo er mit seiner Frau Valerie und 2 Hunden aus dem Tierschutz lebt. 2014 kam der Ex-Basketballspieler über den Sport nach Deutschland. In einem kleinen Zimmer macht er Videos wie dieses, in dem es um Mülltrennung geht. Denn so penibel wie die Deutschen trennt scheinbar keiner auf der Welt seinen Müll. Ja, also Mülltrennung war ein bisschen Schock hier. Also wie genau du musst also alles sortieren. Ich glaube, unsere letzte Wohnung, wir hatten ein bisschen nicht Ärger, aber jemand hat durch unsere gelbe Sacke etwas sortiert. Und ja, ich musste ein bisschen aufpassen, aber jetzt geht's schon. Aber in Pfand, das gibt's noch nicht in England, aber ich glaube, nächstes Jahr, die wird es probieren. Auch dieses Phänomen hat Liam, der mittlerweile 9 Jahre in Deutschland lebt, schon auf die Schippe genommen. Die Deutschen und ihr Drang zum Stoßlüften, Querlüften und Fenster aufreißen. Es gibt kein Dachfenster wie die hier, aber du kannst nicht umkippen und dann voll aufmachen. Also ich gebe nur voll aufmachen, aber niemand, das ich kenne, öffnet alle Fenster gleichzeitig. Am Anfang war ich da noch so hinterher und Liam kannte es irgendwie gar nicht. Und mittlerweile, muss ich aber ehrlich zugeben, ist Liam der immer wieder sagt, wir müssen noch Stoßlüften, und dann rennt er durch die ganze Bude und macht alle Fenster auf und alle Pflanzen runter. Und ich immer denke so, ja, komm, mach mir nachher oder so. Also mittlerweile ist Liam auf jeden Fall, was Stoßlüften angeht, eingedeutscht. Und damit steht Liam nicht alleine da. Der Guardian veröffentlichte während der Pandemie sogar einen langen Artikel, in dem es nur über die Obsession der Deutschen zum Lüften und die Besonderheit unserer Fenster ging. Etwas für uns Banales wie Fenster kippen scheint in anderen Teilen der Welt beinahe wundersam. Liam Carpenter benötigt zwischen 3 Stunden bis hin zu 3 Tagen, um ein Video fertigzustellen. Aber woher nimmt er seine vielen Ideen über die Eigenarten von Deutschen? Hier ist Fun drauf. Also meistens komme ich vom Beobachten. Also ich google auch, aber ja, es ist zu Klischee, glaube ich, von Google. Du musst das richtig erleben. Und also ja, wenn wir reisen, also das hilft auch sehr. Wir bekommen auch viele Nachrichten mit Ideen. Ein weiteres rein deutsches Phänomen soll laut dieses Reddit-Users auch das hier sein. Die Deutschen sind vermutlich das einzige Volk, das mitten in der Nacht und im Nirgendwo bei völliger Abwesenheit jedweden Verkehrs an einer roten Ampel stehen und auf Grün warten würde. Wir haben uns überall auf der Welt umgehört. Und sagen wir mal so, es kommt drauf an, wo man fragt. Oh, wir machen das in Japan auch so. Wir neigen dazu, einfach die Regeln zu befolgen. Mein Freund aus Spanien zum Beispiel würde mich anrufen und sagen, benutze deinen gesunden Menschenverstand. Es gibt keinen Verkehr oder keine Autos, du kannst gefahrlos gehen. Du gehst einfach. An roten Ampeln halten wir nicht an, wir gehen einfach. In Brasilien hält man in der Nacht nicht an roten Ampeln, weil du ausgeraubt wirst. Aber welche deutsche Eigenart könnte bitte für so viel Entsetzen sorgen? Wirklich? Das habe ich noch nie gehört. Es geht ums Anstoßen mit Alkohol. Nur in Deutschland und wenigen anderen Ländern sagt man, wenn man sich nicht in die Augen sieht, bedeutet es 7 Jahre schlechten Sex. Otherwise, you know what? 7 years. 7 years what? Ab jetzt müssen wir uns beim Anstoßen in die Augen sehen.
Ich habe etwas gelernt, was ich täglich anwenden werde. Das habe ich gelernt, als ich einen Abend mit meinen deutschen Freunden getrunken habe. Die sagten, es bedeutet 7 Jahre schlechten Sex, wenn man sich nicht in die Augen schaut. Seitdem mache ich das und es hat sich bewährt. Es ist eine gute Sache zu üben. Bei uns sagt man, wenn du in der Ecke eines Tisches sitzt, wirst du 7 Jahre lang keinen Sex haben. Aber es gibt etwas, wofür es im Ausland so gar kein Verständnis gibt. Es geht ums Spazierengehen ganz ohne Grund. Scheinbar etwas, was man in England gar nicht kennt, wie er scherzhaft in einem Video zeigt, als er mal wieder seine Familie in Kent besucht. Yeah, I just come back from Germany for a few days. Would you like to go for a walk? For fun? Yeah. What's happened to you? Ich glaube, man macht das eher, wenn man einen Hund hat oder so. Ansonsten ist das nicht so üblich hier. Normalerweise gehe ich spazieren, um zu trainieren, aber ich gehe nicht spazieren, nur weil ich spazieren gehen will. Kommen wir nun zu etwas, das der Spiegel als das deutscheste aller Kleidungsstücke betitelt hat, die Übergangsjacke. Nur in Deutschland scheint es hierfür einen eigenen Begriff zu geben. Ja, wieder was gelernt über deutsche Eigenarten. Wobei wir uns bei manchen Klischees schon auch fragen, woher kommt das bitte? Ich habe mal gehört, das wahre Deutschland liegt in Bayern. Dazu wollen wir uns jetzt nicht äußern.